Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Guten Abend, meine Damen und Herren. Der Neubeginn in Ägypten ist schwierig, die Suche nach einem neuen Ministerpräsidenten nicht minder. Unsere Tagesthemen. Neu verhandelt, Tauziehen um Schlüsselpositionen in Ägypten. Eng verbandelt, wie deutsche Behörden mit der NSA kooperieren. Und richtig geplagt, nach dem Hochwasser kommen die Mücken. Wie gering die Halbwertszeit von Meldungen in einem revolutionären Land sein kann, das zeigt sich derzeit in Ägypten. Gestern gingen auch wir in den Tagesthemen noch davon aus, dass Friedensnobelpreisträger El Baradei Premierminister werden würde, bis neue Wahlen stattfinden. Doch nur Minuten nach unserer Sendung gab es erste Dementis. Da tobte wohl ein Machtkampf hinter den Kulissen. Heute steht nun fest, die islamistischen Salafisten, mittlerweile auch in der Opposition, hatten was gegen den liberaleren El Baradei. Vor knapp einer Stunde nun präsentierte der Übergangspräsident Mansour einen neuen möglichen Kandidaten für den Übergangspremierminister. Und El Baradei soll möglicherweise einen anderen Posten bekommen. Eine Chronologie des Tages von Stefan Mayer. Auf dem Tahrirplatz können Sie immer noch nicht verstehen, was gestern passiert ist. Die meisten der Demonstranten sind El Baradei-Anhänger. Für sie symbolisiert er das liberale, das säkulare Ägypten. Das ist jetzt eine Übergangszeit von vielleicht 6 Monaten. Und dafür brauchen wir einen starken Mann, der unsere Beziehungen zur ganzen Welt verbessert. Das Verwirrspiel um El Baradei begann gestern Abend mit der Meldung, Übergangspräsident Adli Mansour würde ihn zum Premierminister ernennen. Aber dann kam das Dementi, Entscheidung verschoben. El Baradei, Friedensnobelpreisträger und Kopf der Heilsfront des liberalen Parteienbündnisses, ist vorerst offenbar am Veto der salafistischen Al-Nur-Partei gescheitert. Die ultrakonservativen Islamisten hatten zuerst mit Morsi paktiert, distanzierten sich dann aber von ihm und nahmen nach seiner Absetzung überraschend am nationalen Dialog teil. Jetzt haben sie erneut eine Kehrtwende vollzogen. Gespräche ja, El Baradei nein. Wenn wir jetzt als Premierminister den Vertreter einer bestimmten Partei, einer bestimmten Strömung wählen, wie El Baradei, dann werden alle anderen Parteien gegen ihn sein. Das bedeutet massive Konflikte und trägt nicht zur Einigung des ägyptischen Volkes bei. Hisham Kassem, unabhängiger ägyptischer Publizist, sieht ganz andere Gründe für die Ablehnung durch die Salafisten. El Baradei hätte als Premierminister einer Übergangsregierung sehr große Chancen auf Erfolg. Er könnte das Land aus der Krise führen, indem er seine internationalen Kontakte nutzt. Das aber wird sehr negative Auswirkungen auf alle islamistischen Strömungen bei den kommenden Wahlen haben. Die Islamisten würden, davon ist Hisham Kassem überzeugt, im Falle eines Erfolges von El Baradei in der Bedeutungslosigkeit verschwinden. Ich glaube nicht, dass die Pro-Mursi-Demonstrationen noch länger als 48 Stunden anhalten, denn es geht viel Gewalt von ihnen aus und die Leute haben genug davon. Deshalb demonstrieren sie auf dem Tahrirplatz weiter gegen die Islamisten. Neuesten Meldungen zufolge soll El Baradei jetzt Vizepräsident werden und der Wirtschaftswissenschaftler Ziad Baha el-Din Premierminister. Es gehört zum Wesen von Geheimdiensten, dass sie in der Grauzone operieren und dafür auch zusammenarbeiten. Der derzeit wohl meistgesuchte Computertechniker der Welt, Edward Snowden, behauptet jedenfalls klar und deutlich, deutsche und amerikanische Geheimdienste steckten unter einer Decke, so wörtlich. Inzwischen fällt es da schwer zu glauben, dass deutsche Regierungen vom massiven NSA-Datenklau wirklich nichts gewusst haben sollen. Vielleicht hat die jetzt so offen von Politikern zur Schau getragene Empörung aber auch etwas mit dem Bundestagswahlkampf zu tun. Denn wer will sich in Zeiten wie diesen schon vorwerfen lassen, nicht auf Seiten der Wähler zu stehen? Andrea Zückert. 500 Millionen Mails und Telefonate von Bürgern, jeden Monat ausgespäht. Der Bundesnachrichtendienst ahnungslos. Laut Spiegel soll die Zusammenarbeit mit dem BND enger gewesen sein als zugegeben. Angeblich stellten die NSA dem BND Spezialprogramme zur Verfügung zum Ausspähen ausländischer Daten. Mit Skepsis sieht der FDP-Spitzenkandidat Rainer Brüderle im Sommerinterview des Berichts aus Berlin die Abhöraktion. Und es zeigt sich, darf nicht alles, was technisch geht, auch gemacht werden. Das muss auf dem Tisch, muss geklärt werden. Vertrauen gewinnt der Bevölkerung nicht, wenn man im Geheimen um sie herum neue Strukturen aufbaut, sondern die Menschen müssen überzeugt sein, das ist seriös.
Wenn der BND der NSE beim Spionieren geholfen hätte, wäre das ein Verstoß gegen Recht und Verfassung, sagt Thomas Oppermann. Er prüft als Mitglied des parlamentarischen Kontrollgremiums die Arbeit des BND. Dass der gelegentlich Informationen der NSE erhält, sei normal. Nun, es gibt natürlich eine allgemeine Zusammenarbeit, aber es wurde klar gesagt, es gibt keine konkrete Vereinbarung über das Ausspähen, über das massenhafte Ausspähen der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland. Das hat der BND ganz klar bestritten. Gänzlich unbestritten. Der Neubau eines Stützpunktes der US-Armee in Wiesbaden, genehmigt durch deutsche Behörden. Laut Stars and Stripes, einer US-Militär-Online-Zeitung, wird hier auch ein US-Geheimdienstzentrum einziehen, gebaut für 91 Millionen Dollar. NSA, BND, wie eng die Verbindungen sind, sollte man im Kanzleramt beurteilen können, meint Hans-Christian Ströbele. Der BND ist dem Kanzleramt unterstellt, es gibt regelmäßige Treffen. Es finden jede Woche Konsultationen statt, Informationen statt über das, was an Problematiken, an Informationen, an Wissen im Bundesnachrichtendienst und in anderen deutschen Geheimdiensten passiert. Kaum vorstellbar, so Ströbele, dass bei den Gesprächen im Kanzleramt die Abhöraktionen nie erwähnt wurden. Zu dem schweren Flugzeugunglück in San Francisco gestern Abend sind inzwischen mehr Details bekannt geworden. Die Kurznachrichten mit Ellen Arnold. Zwei junge Chinesinnen kamen dabei ums Leben. Etwa 50 Passagiere wurden ernsthaft verletzt. Den meisten gelang es, sich über Notrutschen aus dem Wrack zu retten. Das Flugzeug, eine Boeing 777 einer südkoreanischen Fluglinie, war gestern ohne Vorwarnung bei der Landung in San Francisco aufgeschlagen. Dieses heute aufgetauchte Privatvideo zeigt, wie die Maschine bei der Landung offenbar mit dem Heck ein Hindernis trifft. Sie gerät ins Trudeln, schleift über den Boden und kommt nach einem letzten Aufbäumen zum Stehen. Laut des inzwischen ausgewerteten Stimmenrekorders hatten die Piloten erst kurz vor dem Aufprall bemerkt, dass sie zu tief flogen. Im Cockpit gab es kein Gespräch über technische Probleme oder Schwierigkeiten beim Anflug. Erst 7 Sekunden vor dem Aufprall fordert ein Crewmitglied, die Geschwindigkeit zu erhöhen. Der internationale Flughafen liegt in der Bucht von San Francisco. Die Vermutung, die Asiana setzt zu knapp auf der Landebahn auf, das Heck reißt ab. Ein Passagier filmt danach, wie die Fluggäste sich über Rutschen in Sicherheit bringen und mit ihrem Gepäck in der Hand über die Flugbahn irren. Inzwischen ist bekannt geworden, dass zur Unglückszeit das Instrumentenlandesystem am Flughafen abgeschaltet war. Die Sicht war allerdings optimal. Nun warten alle auf die Aussagen der Piloten, die in der kommenden Woche befragt werden sollen. Nach dem schweren Zugunglück im Südosten Kanadas hat sich die Zahl der Todesopfer weiter erhöht. 5 Leichen seien inzwischen geborgen worden, etwa 40 Menschen würden noch vermisst, so die Behörden in der Provinz Quebec. Dort waren gestern mit Rohöl beladene Waggons eines Güterzugs führerlos in die Kleinstadt Lac Mégantic gerast und explodiert. Mehr als 30 Häuser wurden bei den Bränden zerstört. In Düsseldorf haben Anhänger der türkischen Regierung demonstriert. Die Polizei sprach von 25.000 Teilnehmern, die aus ganz Europa gekommen waren. Die Veranstaltung im Rheinpark stand unter dem Motto Respekt vor der Demokratie. Aufgerufen hatte die Union Europäisch-Türkischer Demokraten. Sie steht der regierenden AKP von Ministerpräsident Erdogan nahe. An einer Gegenkundgebung in der Düsseldorfer Innenstadt beteiligten sich laut Polizei etwa 400 Menschen. Sebastian Vettel hat zum ersten Mal den Großen Preis von Deutschland gewonnen. Der deutsche Red Bull-Pilot setzte sich beim Formel-1-Rennen auf dem Nürburgring durch. Zweiter wurde Lotus-Fahrer Kimi Räikkönen, dritter dessen Teamkollege Romain Grosjean. Sebastian Vettel übernimmt bereits kurz nach dem Start die Führung. Mit aller Konsequenz beginnt der Titelverteidiger dieses Rennen, das von einem Zwischenfall in der Boxengasse überschattet wird. Ein abfliegendes Rad von Mark Webbers Wagen trifft einen Kameramann und verletzt ihn erheblich. Die Rennkommissare verurteilen Webbers Rennstall wegen unsicherer Freigabe zu einer Geldstrafe. Mehr als die Hälfte des Rennens muss sich Sebastian Vettel gegen die beiden sehr schnellen Lotus-Piloten wehren. Das gelingt ihm fehlerfrei. Der Heppenheimer gewinnt sein 30. Formel-1-Rennen zum ersten Mal, den Deutschland Grand Prix. Es ist ein emotionaler Moment. Ja, absolut. Überglücklich. Damit baut er seine Führung in der laufenden WM-Wertung weiter aus. Sebastian Vettel ist klar auf Titelkurs.
Das lange Warten hat ein Ende. Mit Andy Murray hat 77 Jahre nach Fred Perry wieder ein Brite das Tennisturnier von Wimbledon gewonnen. In einem hochklassigen Endspiel mit unzähligen langen Ballwechseln machte Murray weniger Fehler und mehr direkte Punkte als sein Gegner, die Nummer 1 der Welt, Novak Djokovic. Dazu war der Brite in den entscheidenden Phasen geduldiger und hatte die besseren Nerven. Murray machte es vor 15.000 Zuschauern auf dem Center Court noch einmal richtig spannend, als er 3 Matchbälle vergab. Den 4. aber verwandelte er und gewann schließlich in 3 Sätzen mit 6:4, 7:5 und 6:4. Nach der Finalniederlage im vergangenen Jahr ist Andy Murray am Ziel seiner Träume und macht eine ganze Sportnation glücklich. Meldungen über das verheerende Hochwasser vom Juni mögen in der Flut täglich neuer Nachrichten abgeebbt sein. Aber für die Menschen, die in den betroffenen Gebieten ihr Leben neu sortieren müssen, ist die Katastrophe noch lange nicht vorbei. Denn zum einen sind zahllose Häuser nach wie vor unbewohnbar und zum anderen steht in vielen Gemeinden das Wasser noch auf Wiesen und Feldern. So etwa auch rund um Breitenhagen, wo die Saale in die Elbe fließt und vor genau einem Monat auch ein Damm brach. Und als wäre der Gestank, der in der brütenden Sommerhitze aus der Brühe aufsteigt, nicht schon Belästigung genug, ist nun seit Tagen eine noch viel schmerzhaftere Plage im Anflug, berichtet Iris Völlnagel. Die Mücken kommen von überall her, stechen zu. Es ist unmöglich, sich gegen sie zu wehren. Wochenlang hat Feuerwehrmann Gerrit List in Breitenhagen gegen das Hochwasser gekämpft. Nun haben sich die mit Wasser gefüllten Restlöcher zu Brutstätten für die Insekten entwickelt. Der Feuerwehrmann fühlt sich machtlos. Von Tag zu Tag wird es schlimmer. Und es ist wirklich so, dass es jetzt richtig zur Plage geworden ist. Die Insekten sind überall. Auch in den feuchten Wohnungen haben sie es sich bequem gemacht. Inzwischen liegen die Nerven blank. Erster Deichbruch, jetzt die Mücken. Seit 2 Wochen bittet der örtliche Krisenstab die überregionalen Behörden um Hilfe. Bislang kam nichts. Ich wünsche mir einen effektiven Einsatz von Mitteln, die wirklich diese Brutherde hier zerstören könnten. Oder zumindest das Larvenstadium auflöst und diese Population schwächt. Das muss einfach kommen und sehr schnell. Nun will in der kommenden Woche erstmals der Landtag in Sachsen-Anhalt über die Mückenplage diskutieren. Das Umweltministerium will zudem mit Experten einen Aktionsplan erstellen. Manch einem Geplagten schwebt vor, so wie früher mit DDT-Spritzen durch die Gegend zu ziehen und die Mücken zu bekämpfen. Aber das ist aus rechtlichen und auch gesundheitlichen Dingen vor allen Dingen nicht mehr erlaubt. Es gibt biologische Bekämpfungsmittel, aber deren Einsatz muss genau geprüft werden. An eine schnelle Lösung ist nicht zu denken, warnt Umweltforscher Matthias Lies. Für den Einsatz des natürlichen Insektizids BTI sei es zu spät, weil die Mücken schon geschlüpft sind. Insektenbekämpfung muss man langfristig planen. Was man vom Landschaftsbau her machen kann, ist, dass man versucht, bestimmte Bereiche in der Landschaft zu haben, Teiche und dergleichen, wo diese natürlichen Feinde wie Fische und Hüpferlinge und Konkurrenten wie Wasserflöhe schon drin sind. Und dass, wenn dann eine Überschwemmung kommt, dass die aus diesen Teichen rauskommen, sich sehr gut vermehren können und dann relativ schnell die Mückenentwicklung auch eindämmen. Am Abend, wenn die Mückenplage besonders heftig wird, verlassen viele Bewohner das Dorf. Ihre Wohnungen sind eh noch nicht bewohnbar. Nun haben die Mücken den Ort für sich alleine. Ja, aber falls es die Breitenhagener tröstet, auch anderswo in Deutschland sirrt und piekst es derzeit mächtig. Vielleicht nicht so sehr wie dort, aber das feuchte Frühjahr hat bundesweit für gute Mückenbedingungen gesorgt. Aber immerhin scheint der Sommer 2013 nun endlich zu wissen, was sich gehört. Viel Sonne gab es auch heute wieder. Sven Plöger, wie lange geht es denn noch so weiter in der neuen Woche? Ja, Ingo, wir haben uns ja nun auch tagelang beschwert im Frühjahr, dass das alles nichts wurde mit dem Wetter. Und jetzt hat sich's mal dran gehalten, das hoch geschickt. Und bis Dienstag geht es für alle so weiter. Und wir gucken an dieser Stelle mal auf den 15-Tage-Trend für Berlin. Hier ist der Dienstag, dann am Mittwoch Abkühlung, Donnerstag vorübergehend mal deutlich frischere Luft. Einzelne Schauer sind hier möglich. Im Süden kommen diese Schauer aber gar nicht an. 15-Tage-Trend für Stuttgart. Da wird es zwar auch etwas kühler, aber immer noch 26 Grad warm am Donnerstag. Da sind dann nur ein paar Wolkenfelder unterwegs.
Das ist das große Hoch, was uns weiterhin betrifft. Und wir schauen auf den morgigen Vormittag. Da gibt es lockere Wolken am Alpenrand, im Erzgebirge und auch vorübergehend im äußersten Norden. Nachmittags dann nur am Alpenrand vielleicht wieder ein kurzes Gewitter, sonst viel Sonnenschein bei 25 bis 30 Grad, in Wassernähe 17 bis 23. Dienstag das Ganze nochmal. Mittwoch, wie gesagt, von Norden mehr Wolken, 19 bis 24. Im Südwesten aber weiterhin 30 Grad. Also, die neue Woche startet, wie die alte geendet hat. Da dürfte, glaube ich, kaum jemand was dagegen haben, Ingo Zamperoni. Absolut nicht. Sven Plöger, vielen Dank für diese Aussichten. Und das waren die Tagesthemen. Hier im Ersten geht es jetzt weiter mit dem Kulturmagazin-Titel Thesen Temperamente. Und die nächste Tagesschau, die meldet sich dann gegen 12:45. Einen guten Start in die neue Woche. Bis morgen. Tschüss.